so weiter und so fort. Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man Zombie von der Cranberries als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Ich habe mehrere Varianten vorbereitet. Ich beginne mit der ersten, geht von hier bis hierher. Vielleicht zu den Akkorden, die während der kompletten Nummer gleich bleiben. Das ist der E-Moll, dann der C Major 7, 3, 3, 2, 0. Dann habe ich einen G-Akkord ohne der hohen E-Seite. Also nur 3, 2. Und dann ein D-Akkord mit dem, ich spiele es meistens mit dem Daumen, den Zweier auf der sechsten Seite. Und diese Zeichen bedeuten, also die kleinen Figuren bedeuten, dass ich 1, 2, 3, dreimal mit dem Daumen an diese Stelle schlage. Und das große Zeichen bedeutet, dass ich mit der Handfläche an dieser Stelle schlage. Ich spiele es für den E-Moll-Akkord, fahre langsam durch alle Saiten durch. Das gleiche mache ich dann für den C Major 7, dann für den G-Akkord und für den D-Akkord. Ich spiele es einmal von hier bis hierher, das wird dann wiederholt 3, 4. Nächste Variante, ich schlage jetzt für jeden dieser Akkorde 8-mal nach unten, E-Moll, C Major 7, G und D, ich spiele es bis hierher, 8-mal, 3, 4. Und wichtig, dass ich ab dem Pfeil bis zu dieser Stelle gemacht, ich bleibe im Bassbereich, das heißt, ich schlage ungefähr die sechste, fünfte, vierte, dritte Seite an, also es soll sehr basslastig klingen. Und dann kommt es zur Wiederholung, E-Moll, C Major 7 und nach diesem zweiten Takt spiele ich dann diese Figur. Also ich spiele es einmal komplett durch bis zu diesem Schluss und beim zweiten Mal spiele ich dann diesen Lauf auf der hohen E-Seite und der H-Seite. 3, 4. Sieben, drei, fünf, zwei, drei, zwei, und dann geht es in die Melodie und jetzt kommt der Fingerstyle-Part, das heißt, ich spiele jetzt mit Finger und Daumen, ich spiele es einmal durch, weil es nicht sehr schwer ist, vom E-Moll beginnend bis zu diesem D, drei, vier. Vielleicht jeden Takt alleine E-Moll, 3, 4. C
4. Dann kommt der G-Teil. Bassbereich. Ich spiele es einmal noch durch bis hierher. 3, 4. Nächste Teil, E-Moll. Dann kommt C7 mit einigen Melodietönen. Ich beginne mit den hohen Saiten und dann kommt erst der Bass. Ich spiele es vielleicht zusammenhängend, klingt dann besser von hier. Bis zu dieser Stelle, ganz langsam, 3, 4. Jetzt die Melodieseiten, also nicht mein Bassbereich, sondern ich spiele jetzt hier. Ich spiele es einmal ganz langsam, von hier bis zum Ende dieses Teiles. 3, 4. Schwierigkeiten. Ich beginne ganz normal, also mit dem kleinen Finger auf den Dreier und diesen Zweier spielt dann, da wandert der Ringfinger auf die hohe E-Seite. Und wenn ich diesen Teil zweimal gespielt habe, kommt dann der letzte Teil, beginne mit E-Moll, 3, 4. Und da ist wieder dieser perkussive Schlag, E-Moll, kleiner Finger auf der ersten Seite. Dann C mit dem kleinen Finger auf dem Dreier. Ich spiele diese zwei Takte zusammen. 3, 4. Kommt ein G mit dem kleinen Finger auf der zweiten Seite, dritter Bund. Und wieder D. Jetzt die komplette Nummer in langsamem Tempo vom Anfang an mit allen Wiederholungen bis zum Ende. 3, 4.
viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.